Also der Bescheid, der hat normalerweise eine Rechtsbehelfsbelehrung dabei. Und dann kann ich da einen Widerspruch einreichen. In manchen Bundesländern wird dieses Widerspruchsverfahren auch gar nicht, findet es gar nicht statt. Da gibt es halt dann auch wieder überall einzelne Regelungen. Das kann sein, dass dass die Sache zum Beispiel gleich von einer der obersten Behörden bearbeitet wird und dann gibt es keine nächsthöhere Behörde und dann muss ich eben gleich klagen und habe dann für die Klage einen Monat Zeit. Insbesondere am Anfang so richtig gewesen. Und er hat gesagt, dann ist es schon sinnvoll, einfach mal einen Widerspruch einzulegen und möglicherweise auch also sozusagen mit rechtlichen Schritten zumindest das anzukündigen oder es in den Raum zu stellen. Und dann wird es sicherlich, hat die Behörde auch ein Interesse, das nochmal nachzuprüfen. Die kann das im Grunde von Amts wegen so einen Bescheid nochmal außer Kraft setzen, bevor es jetzt zum Verfahren kommt. Also das war so ein Hinweis, den ich dann nochmal bekommen habe. Also ich habe eine Schadensminderungspflicht, wenn ich so einen Entschädigungsanspruch geltend mache. Und dann sollte ich solche mögliche andere Förderungen da alle möglichst in Anspruch nehmen. Und die werden dann eben der Höhe nach abgezogen von meinem Verdienstausfall-Entschädigungsanspruch, den ich da habe. Also ich kann dazu sagen, dass ich das mal erfragt habe bei einer Behörde und ich habe eine ausweichende Antwort bekommen, in dem Sinne von, das müsste man dann prüfen. Und das ist ja im Grunde auch, sofern es bei den Soforthilfen oder anderen Corona-Hilfen sozusagen Einkommensersatzleistungen sind, natürlich auch gegeneinander aufgerechnet werden muss.